Um 11.20 Uhr beginnen die Glocken der Westminster Abbey in London zu läuten. Kurz darauf kommen Prinz William, Herzogin Kate und ihre beiden ältesten Kinder, Prinz George und Prinzessin Charlotte, an. Während Kate, William und die Jüngste im Bunde in der mittleren Reihe Platz nehmen und zuerst aussteigen, folgt George ihnen dann Augenblicke später von der Rückbank. Papas Hilfe braucht er dazu nicht. Ja, der Achtjährige ist wirklich schon ziemlich erwachsen geworden und ziemlich selbstbewusst noch dazu. Lässig läuft er Hand in Hand mit Papa William in die Kirche. Schwesterchen Charlotte, die wir sonst eher selbstbewusst und neugierig erleben, scheint an diesem Tag deutlich schüchterner zu sein, schaut immer wieder zum Boden. Halt gibt ihr jedoch ihre wunderschöne Mama. Sie hält ihre Prinzessin fest an der Hand, weicht der Sechsjährigen nicht von der Seite. Und dann erleben wir diesen süßen Mama-Tochter-Moment. Kate richtet diese Worte an ihre Tochter. You can smile, zu Deutsch, du darfst lächeln. Mit diesem kleinen Stupser macht sie ihr nicht nur Mut, sondern gibt ihr zusätzlich auch noch Sicherheit, dass ein Schmunzeln erlaubt ist. Obwohl an diesem Tag alles ziemlich aufregend und traurig zugleich ist, meistert Charlotte die Situation und zeigt uns dann sogar noch ein kleines, dezentes Lächeln.